Hallo YouTube, hallo Richie, da sind wir wieder in State of Decay 2. Hallo Welt, hallo Sarah. Ja, wir sind hier bei den Antagonisten. Ja, eigentlich beim Handelsgipfel, da sind alle, die guten Samariter sind da, die Bumser sind da, sind alle da. Und ich bin im Weg. Und wir wollen zuerst looten? Ja, wir müssen erst looten. Ja, dann können die anderen uns ja noch helfen in der Zeit. Well, beggars can't be choosers. Ah, ich glaube, hier versuchen schon welche reinzukommen in die Fabrik. Ja, lass mal reinkommen. Können Sie rausgucken. Geh mal nach oben. Ja, oben ist ein bisschen was zu looten für dich. Ich finde sehr viele Medikamente. Okay, we're zombie free. Durchsucht ist alles, also was heißt durchsucht? Zombiefrei ist alles. Okay, 4 von 5, also eine Ressource fehlt mir noch. Oh, ich habe sie gefunden. Gut. Well, we found everything we can possibly find. Tja. Nichts Besonderes außer Esspakete und Medizin. Okay. Dann fangen wir an, mit denen zu sprechen. Yep. Mit Edwin, die Antagonisten. Danke für das Einberufen dieses Treffens. Solche Zusammenkünfte könnten einen großen Einfluss auf unser Leben haben. Einverstanden, das war mein Ziel, seit ich angefangen habe, diese Gruppe zu We couldn't agree more. What the hell was that? Dino? You fuckers are going down! Fuck me! We're under attack by some raiders here! Plünderer greifen an. Schnell nach oben. Also ich gehe nach oben mal. Wo kommen sie denn, die Plünderer? Wo sind sie denn? Also ich sehe auch auf der Karte jetzt keine. Oder greifen die etwa die Basis an? Nein. Nee, die Werde sollen die nicht mehr Angreifer. losgehen. Oh, die sind ziemlich weit weg, die Plünderer. Werde die Angreifer los? Ja, wenn die da so weiter rumrennen, werden die wahrscheinlich von irgendwelchen Zombies aufgemischt, denke ich. Okay, die sind draußen am Schießen. Da kommt einer rein. Der hat so eine rote Raute auf dem Kopf. Wenn sie sich ergeben, dann kann man die manchmal auf die eigene Seite ziehen. Oder man murkst sie einfach ab. Na, da ist am großen Fenster müsste, am Auto müsste noch einer sein. Ja, es kommt noch einer. Doch, wir sind so viele, da kann doch eigentlich nichts passieren, oder? Das war's.
Ich hab da so ein paar Zombies mitgebracht. Ja? Oh ja, that's right. Oh, schade. Ich kann die Plünderer gar nicht plündern. Das kannst wohl nur du. Okay, Dino. Das war verrückt. Warte, ich denke, ich höre Zets. Oh Gott, wir haben gerade eine Menge Lärm gemacht, oder? Oh fuck, we got zombies incoming! Oh, that didn't take long. New Z-Wave incoming! Alright, see ya. Okay, wir müssen verteidigen, Kompa-Zombies. Got a bloater in the vicinity. Was? Wo? Das ist doch kein Bloater, sehe ich nicht. Aufgeblähter sehe ich hier nicht. Ein Screamer kommt. Da war der. Just the eye of the storm, people. I'm listening. Ich muss ein paar Sachen abwerfen. Oh, ja, da kommt ein... Ein was? Wie? Wer hat das gemacht? Der ist von alleine. Da ist ja noch ein Aufgeblähter gewesen, oder? Auf. Oh Mann, meine Pagan hat aber Spaß daran, scheint mir so. Ist noch nicht ein paar kommen noch. Oh! Ja, der war einmal. Oh oh, ein Koloss, glaube ich. Wo ist der Koloss? Hört doch auf zu schießen, Mensch. Oh oh, draußen ein Koloss, Vorsicht. Catch my breath. Auch das noch. Oh, der war aber. Mit dem war es aber schnell vorbei, mit dem Screamer. Sarah, ich kommst du rein? Weil ja, ich bin drin. Ich glaube, draußen ist ein Koloss. Und vielleicht schafft das ja rein, der Koloss. Können wir den besser von hier oben erwischen? Aber das wird gar nicht auf dem Radar angezeigt. Wo ist denn der Koloss? Hier draußen. Naja, aber... Oh, ich komme nicht rein. Okay, cleared. Das heißt, weg, 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 weg. Ja, weg. Boah, ist die Waffe so langsam.
Er hat so viele Pfeile schon im Gesicht, Mensch. Reloading. Wow. Hey! Die ist ganz schön langsam hier. Hey, Stench Farm! Die beiden. Mist, sie stirbt gleich. Scheiße, er hat sie getötet. Wen? Nein! Wer? Meine Ärzte. Oh nein! Mist! Oh, schade! Sie hatte das auch nicht mehr. Aber sie bewegt sich noch! Dank dir können hier jetzt sichere Geschäfte gemacht werden. Du hast in dieser Region wirklich etwas bewegt, Mary. Kämpfen wir gemeinsam gegen die Apokalypse, indem wir diese Handelsallianz offiziell machen. I like how you think. I couldn't agree more. I like that idea. You know, I think we actually talked everybody into this plan of ours. That should make things better for everybody. If we don't fuck it up. Guck mal, die Wein, ob sie noch was hat. Wo ist sie denn? Du musst alleine feiern, stand hier gerade. Wieso? Warum? Was soll das? Ich wurde rausgeschmissen. Ja, ich wollte noch die Wein looten und die haben mich auch rausgeschmissen. Erfolg freigeschaltet. Schnelle Lieferung, ein Vermächtnis als Sheriff hinterlassen. Okay. Ja, dann müsste ich noch einmal eingeladen werden. Ja, warte, ich habe im Moment hier so ein... Steht's auf dem Felsen. Aber die Wein ist noch da. Also Nein. Die Ärztin? Ja, nee, aber die ist tot. Irgendwie ist das wohl so. Zusammenschnitt. Kannst du sie denn looten noch? Nein, ich bin auf dem Felsen. Ich habe gerade, wie sagt man das? Screen. Ich kann gar nichts machen. Wir sind Windmühlen. State of Decay 2. Wie? Fertig? Nein. War's das? Das kann ja nicht sein, oder? Neuer Vermächtnisbonus, Standardzone. Gefallen, geliefert von Händler. Bekomme Besuch von einem freundlichen Händler und 4000 Einfluss. Auf dieser Liste stehen Überlebende vergangener Vermächtnisse, die du in zukünftigen Gemeinschaften mitnehmen kannst. Keine Ahnung. Auf dieser Liste stehen Überlebende vergangener Vermächtnisse, die du in zukünftigen Gemeinschaften mitnehmen kannst. 8 von 50 Überlebenden behalten. Das war's. Nein, dann kommt doch, wenn das war, dann würde ja diese Schrift kommen. Diese ja, kommt ja. Animation, oh. Art. Das war's. Oh. Ach, Gritchie. Aber wir haben ja noch gar keine Autos aufgewertet, die kann man ja voll aufwerten und wir haben ja auch die anderen Gebiete noch gar nicht gesehen. Ja, eben drum. Das ist aber jetzt ein komisches Ende.
Wir werden noch mal jetzt gleich reingehen. Ich denke, man kann es weiterspielen, oder? Ja, ich denke auch. Also wir haben... Kann ich wir das haben überspringen? Ja. Das kann nicht das Ende sein. Wir hatten ja mit der roten Klaue gar nichts zu tun. Wir müssten doch mit dieser Mission mit der roten Klaue irgendwie abschließen, oder? Also ich kann jetzt eine neue Gemeinschaft machen oder Gemeinschaften verwalten. Was möchten wir, Richie? Weiter. Dann die harten Reiter, Reste der Gesellschaft. Nee. Das sind mal welche, die ich getestet habe. Von 1.8.2018 und 5.9.2018. Ja, muss ich eine neue Gemeinschaft nehmen? Ja, oder wir sind durch. Ja, aber ich hätte ja gerne die anderen Gebiete noch gesehen. Ja, ich auch. Oh. Was machen wir denn dann? Das ist jetzt auch sehr überraschend gekommen. Ich bin jetzt auch gerade raus. Ich weiß jetzt auch nicht, was wir da jetzt machen. Also eigentlich ist die Serie State of Decay 2 damit vorbei. Ja. Dann, ja, wenn die Endschrift kam. Ja, ist vorbei. Ich habe auch die Gemeinschaft nicht mehr. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt anfängst, müsstest du von vorne nochmal anfangen. Ja. Mhm. Ja. So schnell kann es gehen manchmal. Ich hätte jetzt, ich war mir auch sicher, dass da mit der roten Klaue noch irgendwie was war. Hm. Aber ja gut, vielleicht, also übersprungen haben wir das nicht. Wir haben ja jetzt nur die Aufgaben gemacht, die uns angeboten wurden. Ja. Aber ich wäre gern noch in ein anderes Gebiet gegangen. Gut, liebe Welt da draußen, hinterlasst uns ein paar Kommentare. Lasst uns wissen, ob wir vielleicht noch eine zweite Staffel, oder? Was meinst du, Sarah? Ja. Ob wir noch eine zweite Staffel zu State of Decay 2 machen sollen oder ob wir es damit belassen und vielleicht es damit dass belassen. Dass wir vielleicht eine neue Gemeinschaft, aber nicht in der Gegend bleiben, dass wir direkt dann in eine neue Gegend gehen. Ja, zum Beispiel. Müssen wir mal schauen. Ja. Enttäuschend. Ja, überraschend schnell, doch. Total überrascht, ja. Ich dachte auch, dass man das Gebiet halt noch reinigt da. Wir hatten ja noch ein paar Infektionsherde. Und dann, dass man dann ins andere Gebiet geht. Aber nee, das Spiel hat gesagt, nee, Ende. Hm. Ja, und vor allem, ich weiß ja, dass man die Autos noch so stark machen kann und so extrem aufbessern kann. Das schafft man dann ja gar nicht, wenn das so schnell zu Ende ist. Ja. Also das hätte ich ganz gerne mal gesehen, wie das mit den Panzerautos dann aussieht. Ja, dann müssen wir halt doch noch mal eine Staffel machen und das machen. Ja, dann überlassen. Vielleicht Automechaniker, dass wir einen Automechaniker finden, weil ich meine, du brauchst einen Automechaniker oder irgendwas dafür, um die Autos aufzubessern. Mhm. Ja, so Ersatzteile und so bei Händlern kann man die kaufen, irgendwie so Toolkits extra für Autos nochmal sowas. Ja, die Entscheidung liegt bei euch, liebe Welt da draußen, oder Sarah? Was meinst du? Ja. Lasst es uns wissen, schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr sehen wollt von State of Decay 2, ob wir da noch eine zweite Staffel hinterherlegen und dann sind wir auch schon am Ende der Folge. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Und am Ende der Staffel sogar. Ja, danke fürs Zusehen, genau. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.